Bei Tagesanbruch ist im Hochtaunuskreis ein Team von Hessenmobil im Dauereinsatz. Doch dann heißt es, sofortiger Abbruch. Der Sturm ist noch nicht. Ja, hier schon mal erste Eindrücke von diesem Tag. Den Beitrag sehen wir natürlich gleich in voller Länge. Und damit willkommen zu einem Hessen Extra. Sabine tobt in Hessen. Über dieses Orkantief spricht Hessen heute. Wir liefern Ihnen in den nächsten 15 Minuten den Überblick, schauen auf die Geschichten und die Folgen rund um dieses Orkantief. De facto und die weiteren Sendungen nach uns verschieben sich um 15 Minuten. Auf die angerichteten Schäden in Hessen schauen wir später genauer. Eine massive Auswirkung hatte Sabine aber auch auf unsere Schulen. Für tausende Schülerinnen und Schüler war heute sturmfrei. Das Kultusministerium hatte es den Schulen selbst überlassen, den Unterricht ausfallen zu lassen oder nicht. Dieses Vorgehen wurde vom Main-Kinzig-Kreis und von der Stadt Hanau inzwischen aber kritisiert. Dort wünscht man sich in Zukunft die Schulträger entscheiden zu lassen. Sonst komme es dazu, dass eine Schule geschlossen bleibe und eine andere ganz in der Nähe nicht. In Kassel haben wir heute den Gymnasiallehrer Holger Römer getroffen. Er hat den Unterrichtsausfall auf jeden Fall sinnvoll genutzt. Familie Römer beim gemeinsamen Frühstück. Selten, vor allem an einem Montag. Doch heute ist alles anders. Wegen des Sturms waren etwa 90% der Schulen in Hessen geschlossen. Das sind mehr als 1600. Auch Hanna und Jakob müssen zu Hause bleiben. Vater Holger hat ebenfalls einen Tag Zwangsurlaub. Der Gymnasiallehrer ist gleichzeitig Vorsitzender eines Rudervereins. Dafür kam der sturmfreie Tag wie gerufen. Fand ich großartig, weil ich den natürlich genutzt habe, für mein Ehrenamt, was für meine Eltern gemacht, aber auch für den Ruderverein, für den ich aktiv bin, ehrenamtlich, und konnte da ganz wichtige Sachen regeln. Fand ich sehr schön, weil normalerweise komme ich eigentlich nur am Wochenende dazu. Ist immer schwierig, da zu Tageszeiten jemanden dann zu erreichen. Auch die beiden Kinder Jakob und Hanna genießen das längere Wochenende. Die Nachricht, dass ihre Schule heute geschlossen bleibt, kam gestern Nachmittag. Zocken statt lernen, so kann die Woche beginnen. Ich habe mich natürlich gefreut, aber für mich war es auch so, oh, weil das noch nie, glaube ich, so war, dass wegen dem Sturm schulfrei war. Aber ich habe mich natürlich gefreut. Ähnlich gelassen die Stimmung in der Kasseler Innenstadt. Nach stürmischen Stunden nimmt hier der Alltag wieder seinen Lauf. War das bei Ihnen sehr windig zu Hause gestern? Nein, gar nicht so schlimm. Selbst die losen Äste hingen heute Morgen alle noch. Was ist alles weggeflogen bei Ihnen? Och, ein paar Blumentöpfe so im Garten, aber also nichts Besonderes. Ich habe schlecht geschlafen, weil ich gedacht habe, vielleicht fallen Ziegel runter. Aber im Großen und Ganzen ging's. Ich bin an der Arbeit gewesen, ich habe kaum was mitgekriegt. Nach der Arbeit war es schon windig, aber nicht so außergewöhnlich, fand ich es nicht hier in Kassel. Eigentlich haben wir nicht viel erlebt davon. Ne? Nee. Es ging. Den hessischen Handwerkern spielen Stürme wie Sabine in die Karten. Bei Dachdeckermeister Horst Wagner sind die Auftragsbücher jetzt besonders voll. Doch seine Mitarbeiter sind bei solchem Wetter einem hohen Risiko ausgesetzt. Weil unsere Mitarbeiter allgemein schon in gefährlichen Höhen arbeiten. Und durch den Sturm wird die Gefahr noch enorm größer, weil ja durch den Sturm und Regen das Arbeiten noch enorm erschwert werden. Bei Holger Römer dagegen keine Spur von Stress. Der Biologie- und Geschichtslehrer muss sich zwar noch für seine Eltern mit einem Internetanbieter herumschlagen. Ansonsten nimmt er die wetterbedingte Zwangspause dankend an. Gerade über dem Zustand unserer Bäume ist damit Windbruch durchaus zu rechnen. Und von daher halte ich das für im Nachhinein für ein bisschen überzogen, aber durchaus für angemessen. Außer einem kaputten Blumentopf und einer umgeworfenen Leiter ist bei den Römers nichts passiert. Gerade deshalb konnten sie den freien Tag so genießen. Ja, der Lehrer Holger Römer in unserem Beitrag hatte heute schulfrei. Viele andere Hessen mussten sich aber Gedanken darüber machen, wie sie heute zur Arbeit kommen. Die Arbeitsrechtlerin Saskia Steffen sagt uns, worauf wir achten müssen. Schönen guten Abend, Frau Steffen. Guten Abend. Darf ich denn als Arbeitnehmer wegen eines Sturms zu Hause bleiben? Grundsätzlich nicht. Ich bin als Arbeitnehmer selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig am Arbeitsplatz zu erscheinen. Das gilt auch bei einem Sturm. Ich muss im Zweifel versuchen, auf anderem Wege zum Arbeitsplatz zu kommen, zum Beispiel durch Nutzung des eigenen PKWs oder durch Fahrgemeinschaften. Wenn es jetzt offiziell begründet wird, in diesem Fall hat der Deutsche Wetterdienst vor dem Orkantief Sabine gewarnt, da war von Unwettern mit orkanartigen Böen die Rede, würde das denn als Begründung fürs Zuhausebleiben ausreichen? Das ist nur dann eine begründete Arbeitsverhinderung, wenn der Deutsche Wetterdienst explizit davor warnt, dann, das Haus zu verlassen, weil zum Beispiel Gegenstände durch die Gegend fliegen, wie Bäume oder anderweitige Sachen, dann wäre das ein Grund, tatsächlich zu Hause zu bleiben.
Viele Eltern mussten heute vielleicht zu Hause bleiben, weil Kindergärten oder Schulen geschlossen hatten. Ist das ein Argument für den Arbeitgeber? Darf ich dann zu Hause bleiben? Hier greift § 616 BGB, der Arbeitgebern auferlegt, dass Arbeitnehmer von der Arbeitsleistung freizustellen sind, wenn sie kurzzeitig an der Erbringung der Arbeitsleistung verhindert sind. Dann muss allerdings tatsächlich der Kindergarten so kurzfristig ausfallen, dass eine anderweitige Kinderbetreuung nicht sichergestellt werden kann, zum Beispiel durch Großeltern oder auch hier Organisationen durch Eltern, dass man versucht, hier einfach eine gemeinsame Kinderbetreuung aufzustellen. Frau Steffen, erstmal vielen Dank für den Moment. Wir reden gleich noch mal weiter. Für Pendler war das heute auch ein harter Start in die Woche. Busse sind ausgefallen. Die Deutsche Bahn hatte den Regionalverkehr in Hessen bis 8 Uhr eingestellt, den Fernverkehr sogar bis 10 Uhr. Einige Strecken waren noch länger blockiert und auch am Frankfurter Flughafen hat Sabine für Flugausfälle gesorgt. Die Sicherheit geht eben vor. Sie kämpfen mit den Sturmböen. Schon gestern Abend hatten die Piloten alle Hände voll zu tun, die Flugzeuge sicher auf den Boden zu bringen. Noch in der Nacht wurde auf dem Rollfeld alles festgezurrt und windsicher gemacht. Die Böen fegten über den Flugplatz. Heute ist es aber eher so, dass der Wind eben ein bisschen wellenartig weht. Man kann das vielleicht vergleichen mit einer rauen See heute und dass man dann einfach reagieren muss. So wie wenn Sie mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs sind und Sie haben ein bisschen Seitenwind, überholen den LKW und auf einmal kommt eine Böe, dann müssen Sie eben auch entsprechend korrigieren. Rund 200 von über 1.300 Flügen müssen in Frankfurt heute annulliert werden. Das betrifft 20.000 Passagiere. Dirk Borowski kam aus Bangkok und muss jetzt Stunden warten, bis es für ihn weiter nach Berlin geht. Dennoch ist er froh, dass bei der Landung alles geklappt hat. Es hat ein bisschen geruckelt, also was relativ normal ist. Der Kapitän hat einen guten Job gemacht, hat dann den A380 butterweich auf die Runway gesetzt und die Leute haben applaudiert. Nach einer kurzen Anspannungsphase in der Kabine waren alle total happy. Die Bahn hatte den Zugverkehr über Nacht bis in den Vormittag eingestellt. Am Frankfurter Hauptbahnhof konnten gestrandete Reisende in einem Aufenthaltszug übernachten. Immerhin war es trocken und warm. Ich bin gestern Abend hier um 8 in Frankfurt angekommen und wollte eigentlich noch weiter nach Offenburg. Dadurch, dass gestern Nacht aber kein Zug mehr gefahren ist, war ich dann dazu verpflichtet, leider hier im Zug zu schlafen. Die Angestellten sind nett. Man bekommt Wasser und Tee und Kaffee, frei Haus. Also und eine Decke, Kissen, alles gut. Tagsüber kommt es weiter zu Verspätungen im Nah- und Fernverkehr. Lange Schlangen an der Information. Die Reisenden bleiben aber gelassen. Für Sabine kann die Bahn nichts. Also ist es überhaupt alles okay? Haben sie gut gemanagt? Und sollen sie die Züge irgendwo auf der Strecke stehen lassen? Das hat ja auch keinen Zweck. Orkanböen bleiben aber in Hessen auch weiter möglich und damit auch die Gefahr, dass Züge ausfallen. Und die Arbeitsrechtlerin Saskia Steffen aus Frankfurt ist weiterhin bei uns. Nehmen wir mal den Fall, dass mein Zug ausgefallen ist. Bin ich dann verpflichtet, zur Arbeit zu kommen? Ja, auch für den Fall, dass wegen des Sturms die Züge ausfallen oder der Straßenverkehr vollkommen überlastet ist, bin ich verpflichtet, alles zu versuchen, pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Nehmen wir an, ich habe es trotzdem nicht zur Arbeit geschafft. Was passiert eigentlich mit meinem Lohn? Hier gilt keine Arbeit, kein Lohn. Auch für den Fall, dass ich meine Arbeitsverhinderung wie bei einem Sturm nicht selbst zu verantworten habe. Es sei denn, Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen sehen hier explizit eine andere Regelung vor. Der Arbeitgeber kann alternativ auch verlangen, dass ich die Arbeit nachzuholen habe. Mhm. Einmal der Überblick, was sollte ich als Arbeitnehmer machen, wenn ich schon vermute, okay, morgen schaffe ich es vielleicht nicht zur Arbeit oder komme zu spät? Ist es allen Arbeitnehmern anzuraten, dem Arbeitgeber so schnell wie möglich darüber zu informieren, dass ich wahrscheinlich nicht rechtzeitig oder gar nicht zur Arbeit erscheinen kann. Also hier ist wirklich den Arbeitnehmern zu empfehlen, proaktiv auf den Arbeitgeber zuzukommen, ihn rechtzeitig zu informieren und im Zweifel anzubieten, die Arbeit nachzuholen bzw. im Homeoffice zu arbeiten. Und noch ganz kurz, noch ein Fall. Ich komme zur Arbeit, bin zum Beispiel Bauarbeiter, kann aber nicht loslegen, weil vor Ort so ein Sturm ist. Bekomme ich dann Lohn? Ja, dann bekommt man Lohn, denn in diesem Fall liegt das Betriebsrisiko beim Arbeitgeber. Da wechseln sich quasi die Seiten und in dem Falle bin ich auch zu entlohnen, wenn die Arbeit ausfällt. Die gesetzlichen Regelungen rund um den Sturm. Dankeschön an die Arbeitsrechtlerin Saskia Steffen. Vielen Dank. Gewinner gibt es bei so einem Orkantief kaum. Richtig gut sah es wohl nur für die Windkraftanlagen in Hessen aus. Durch die hohen Geschwindigkeiten wurden enorme Mengen Energie produziert.
Ansonsten haben viele Hessen gehofft, dass nichts Schlimmeres passiert. Dem Frankfurter Dom hat das Hoffen aber nicht geholfen. Ein Baukran ist dort auf das Dach gestürzt und steckt fest. Peter Rothkranz zeigt uns einige Auswirkungen des Sturms und beginnt im Hochtaunuskreis. Bei Tagesanbruch ist im Hochtaunuskreis ein Team von Hessenmobil im Dauereinsatz. Doch dann heißt es, sofortiger Abbruch. Der Sturm ist noch nicht vorbei, die Sicherheit der Männer ist in Gefahr. Erst einmal Rückzug. Genauso wie bei Nina Gremmel. Sie will eigentlich zur Arbeit. Aber... Ja, hier geht nichts mehr bei uns. Bisschen stürmisch die Nacht. Also eigentlich müsste ich nach Neuansbach auf die Arbeit, aber ich komme nicht durch. Nur wenige Minuten nach diesem Interview kommt in Oberjosbach der nächste Baum runter, mitten auf ein Auto. Die Feuerwehr befreit den Mann aus dem Schrottreifenwagen. Der Fahrer ist zum Glück nicht schwer verletzt und bereits in der Klinik. Retten im Stundentakt. Das hat gegen 3:30 angefangen mit ein paar Pause und jetzt sind wir gerade von einem Baum direkt hier hingefahren. Ortswechsel. Große Windschneisen lassen Sabine richtig Raum zum Sturm. Die A44. Auf der Twistetalbrücke ist ein Transporter mit Styropor unterwegs. Der Orkan hat somit leichtes Spiel und pustet um 7:45 diesen Transporter um. Der Fahrer verletzt sich nicht. Richtung Dortmund geht über Stunden nichts mehr. Unheilig geht es in Frankfurt weiter. Ein Baukran stürzt frühmorgens auf das Dach des Frankfurter Doms. Ein Kran im Ruhezustand muss windfrei gestellt sein, sodass er sich wie ein Segel mit dem Wind dreht, um die Angriffsfläche zu minimieren. Orkan Sabine jedoch brachte das tonnenschwere Arbeitsgerät ins Wanken. Auch wenn Sabine schon weitergezogen ist, für den Hessenforst ist der Spuk noch lange nicht vorbei. Und heute Morgen die Begehung hat ergeben, dass viele Bäume angeschoben sind, also teilweise entwurzelt, hängen in anderen Bäumen drin und drohen jederzeit auf die Straße zu stürzen. Und Nina Gremmel? Die schnappt sich Sohn Ben und macht das Beste aus dem Tag. Wir machen es uns jetzt gemütlich, ne? Wir bleiben jetzt zu Hause, nehmen Tag Urlaub und ja. Also nehmt es mal mit Humor. Genau, was bleibt da im Übrig, ne? Orkan Sabine ist abgezogen, doch so ganz spurlos ist sie dennoch nicht verschwunden. Und wir wollen noch etwas mehr Hintergrundwissen zu diesem Orkantief bekommen. Wolfgang Rossi aus unserer Wetterredaktion ist bei uns. Schönen guten Abend, Hallo, Wolfgang. Hallo, schönen guten Abend. Ja, viele erinnern sich noch an Kyrill 2007. Wie stark war denn jetzt Sabine? Also Kyrill hat nicht geschafft. Er ist nicht so stark geworden, aber er hatte ordentlich Wumms. Ich nenne jetzt mal eine Zahl, die nicht aus Hessen kommt. Ich sage es vorweg, trotzdem von Feldberg, nämlich vom Feldberg im Schwarzwald. 178 Kilometer pro Stunde war dort die schnellste Böe. Schnell, das ist eine Orkanböe, die sich wirklich gewaschen hat. Wobei wir in Hessen hier nicht zurückstecken müssen. Wir haben 145 auf der Wasserkuppe zu bieten. Also das ist doch schon ganz ordentlich. Wir haben 120 auf dem Hohe Rootskopf, in Lautertal 113 und in Eschwege 112 km/h. Das ist schon enorm. Das sind Orkanböen bzw. orkanartige Böen. Und das eben nicht nur auf den Bergen, sondern eben auch in den tieferen Lagen. Da hat es eigentlich ganz schön gewindet. Kannst du mal für uns herunterbrechen, wie kommt es überhaupt zu diesem Orkantief? Ja, ist im Prinzip relativ einfach. Kalte Luft ist aus dem Norden über den Atlantik geströmt. Dort hat sich das Tiefdruckgebiet gebildet und es ist sehr kräftig geworden. Das heißt, es hat einen sehr, sehr tiefen Luftdruck ausgebildet. 945 Hektopascal hat es aktuell. Es ist mittlerweile vom Atlantik über Großbritannien hoch nach Skandinavien gezogen, Richtung Norwegen und hat dort 945 Hektopascal. Demgegenüber steht hoher Luftdruck über dem Mittelmeer mit 1023 beispielsweise, ist so eine Größe dort. Und das Ganze auf einem relativ engem Raum. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, die Luft versucht ja einen Ausgleich zu schaffen, vom hohen zum tiefen Luftdruck. Und das würde eigentlich heißen, der Wind weht vom hohen Druck zu tiefen. Funktioniert nur nicht, weil sich die Erde dreht. Deswegen wird die Luft abgelenkt, um die Tiefdruckgebiete gegen den Uhrzeigersinn, um die Hochdruckgebiete mit dem Uhrzeigersinn bei uns auf unserer Halbkugel. Und da kann man sich vorstellen, dass von Westen auf einem relativ engen Raum ein enormer Druck entstanden ist. Man kann das auf Wetterkarten, die gezeichnet sind, sehr gut sehen. Da sind die Isobaren, die liniengleichen Luftdrucks, sehr eng beieinander. Und wenn man das sieht und entdecken kann, dann weiß man immer, jetzt wird es richtig stürmisch. Ganz kurz noch, wie geht's weiter mit Sabine und diesem Windfeld? In welche Richtung geht's? Ja, das erste Windfeld ist durch. Es kommt ein zweites, und zwar schon heute Nacht. Und das heißt, da wird es noch in der ersten Nachthälfte wirklich windig werden. Wir erwarten durchaus Sturmböen, Orkanböen auch auf den Bergen. Und morgen dann etwas weniger starken Wind, aber trotzdem immer noch Sturmböen. Dankeschön für die Infos, Wolfgang Rossi. Das war unser Hessen Extra zum Orkantief in Hessen.
Für heute wünschen wir Ihnen eine möglichst ruhige Nacht. Und jetzt geht's weiter mit De facto und Robert Hübner. Robert, bei euch geht's um Löschschaum, der uns krank machen könnte.